von mir selber rausgefunden, dass ich in dem Pferdestall irgendwas allergisch bin. Also, ich weiß zwar nicht haargenau was, ob es der Hafer ist, ob es Pferdehaarallergie ist, ich weiß es nicht. Jedenfalls mir schwellen die Augen zu. Ich komme mir krank vor, also ich schnief dann rum. Ah, das ist so richtig ekelhaft. Und bis dato war ich, bis ich halt wirklich in dem Ding war, in dem Pferdestall war, war mir nicht bewusst, dass ich überhaupt eine Allergie habe. Gegen was auch immer, aber mich hat es gewundert, dass ich eine Allergie habe. Ich dachte immer, ich habe keine. Und dann so, nee, denkst du, hast du doch eine? Naja. Ab und zu ist schon scheiße. So. Dann haben wir hier das Dach schon ein paar ziemliche Reihen fertig. Aber ich befürchte, es wird nicht reichen. Das befürchte ich. Weil da brauche ich noch so eine Unmenge an Glas. Naja. Das wird schon. Wenn ich halt nochmal Sand schaufeln gehen muss. Hilft ja nicht. Wenn ich muss, muss ich. So. Aber jedenfalls ein bisschen was schaffe ich schon noch. Vielleicht schaffe ich ja die Reihe noch. Mit dem Ding. Also dann dürfte das, was ich im Ofen liegen habe, vielleicht sogar noch reichen. Könnte reichen. Da muss ich nicht wieder tausende von Dingern produzieren. Ist ja auch mal was wert, dann müssen wir nicht ewig herwarten. So. Dann haben wir hier schon ein schönes Gerüst an Glasblöcken gemacht. So. Hier ums Eck. So, dann sind auch die Dinger schon weg. So. Au! Das hat ja direkt wehgetan. So. Dann fresse ich schnell mal was. Und dann geht's mit den 7 Meilenstiefeln. Ach. Ich kann ja schon mal anfangen, den Weg auszuheben mit meiner Schaufel. Weil bevor dass ich jetzt zurücklaufe und jetzt einfach nur die Dinge hole. Die. Na, sagt schon. Die Glasblöcke. Mache ich noch irgendwas Produktives und hau hier schon mal den Weg raus. So. Er kommt dann hier in einem Dreierpulk. Oder nee. Wäre der Dreierpulk wäre besser. Dann komme ich hier genau mittig raus. So. So, da muss ich hier noch durchschaufeln. Dann wird ja das schön langsam. Sieht ja geil aus. Sieht ja fast aus wie die Kuppel vom Reichstag. Also, schaut schon episch aus, das Ding. So. Solche Ziegel habe ich natürlich auch noch dabei. Das ist ja perfekt. Wenn sich nicht die ganze Dorfgemeinschaft schon wieder hier tummeln würde, wäre das sogar noch besser. So, mache ich hier noch die ganze Erde weg. Dann kann ich schon mal anfangen, noch die Steine hier zu setzen. So. Dann nehme ich hier mal den 64er Stack. Weiß nicht, ob der reichen wird. So, Hochgeschwindigkeit setzen. So. Scheiße. Scheiße war das. Ah, falsches Gerät.
Aber ja, das Werkzeug, die Spitzhacke dazu und nicht die Hau. So, dann haben wir schon mal die erste Seite hier fertig und die Sonne geht auch unter. Das ist ja perfekt. So, haben wir das soweit schon mal parat, dann müssen wir gucken, wie wir hier dann den Rest bewerkstelligen oder wann wir ihn bewerkstelligen. Aber erstmal machen wir das Dach fertig. So. Aber ganz zuallererst gehen wir am Schlafen. So. Ab in die Heierbettchen. In die Heierbettchen. Voll viel krass durch, Junge. Alter. Ist ja gut, So. Hier haben wir 64. 61. 64. 64. 32. So. Alle schöne Sachen, die wir brauchen. So. Dann machen wir mal das Dach weiter. So. Aber jedenfalls, der Weg wird auch schon. Kann ich ja die Rahmenbedingungen noch ein bisschen erweitern. Aber hier an meinem Zurücklaufen schnell die Steine setzen können. So. Schön den Weg hier hingemacht. So macht Spaß. Und so kriegt nach und nach die Stadt immer mehr Abzweigungen. Und natürlich sieht es dann immer, ja, irgendwann wird es eine Großstadt werden. Da müssen wir natürlich unseren NPCs natürlich ein paar Wohnhäuserchen bauen. Gut, wenn sie in der Kirche schon wohnen. So. So. Dann können wir hier ja weitermachen. So. Machen wir hier alles voll. So. Mit Glas baut sich es immer irgendwie so komisch. Irgendwann verliert man den Überblick. Wo ist jetzt ein Block, wo nicht? Er ist schon irgendwo gewöhnungsbedürftig. So. Klatschen wir hier noch so einen Erdklotz rein. Dann können wir hier natürlich schön weitermachen. Der Glasblock wird mir jetzt wieder bis zum Schluss nachhängen, dass ich ihn nicht gesetzt habe. Alter, drei Stück. Zählt mit. Also ich hätte das Dach eigentlich schon lang fertigstellen können. Wenn ich nicht hier andauernd irgendwelche versetze. Aber naja, hilft ja nicht. So. Dann haben wir das eh gleich soweit fertig. Viel braucht's nicht mehr. So. Hier noch. So. Und die nächste Stufe. So. Es nähert sich dem Ende. Die Blöcke werden weniger, die wir brauchen. Und so wird Stein um Stein das Dach fertig. Und Minecraft ruckelt sich eins. Ja, es ruckelt sich eins. So macht es Spaß, so macht es Freude. Wenn sich Minecraft mal wieder eins ruckelt, dann ist Freude in der Luft. Ja, ja. So nachdenklich war ich schon lange nicht mehr. So. So, und ich werde mir demnächst meinen neuen PC bestellen. Aha. Überstunden sei Dank. Dann werde ich bald einen neuen Rechner haben. Da muss ich nicht immer nur vor dem Laptop sitzen. Dann könnte das Ruckeln endlich mal per se sein. Hoffe ich mal. Muss ja fast irgendwann mal Schluss sein mit dem Geruckele. So, hier kommt natürlich alles drauf. So, den mache ich mal so weg. Dann haben wir das. So, jetzt stapfen wir hier vorsichtig runter und springen. Au! Und tun uns erstmal total weh. So, das Dach haben wir zumindest.
So wie es sich gehört. So. Ich brauche die Schaufel. Die Schaufel brauche ich. Die Schaufel brauche ich. Nee, kann ich wieder nicht schnell genug abbauen. Während springen. Das ist auch irgendwo doof. Wenn ich mal Erde so schnell abbauen kann. Beim Springen. Ja. Es hat sich jetzt rentiert. So. Ganzen Wollblöcke hier mal wieder rausmachen. So. Für eine schönere Optik. So. Und die Kackeblöcke kommen auch noch raus. Wenn ich hier erstmal wieder Staubsauger gespielt habe und alles zusammengesucht habe. So. Aufwärts bitte. So. Erdklötze. Hallo. So. Und schon seid ihr weg. So schnell kann es gehen. So schnell kann man weg vom Fenster sein. So. Jo. Dann mache ich da drüben noch den Weg fertig. Für das brauche ich aber erstmal die hier. Die 64 Konsorten. Und dann muss ich schauen, ob wir noch genug Kies haben. Ich hoffe ja. Ach ja, und ich wollte ja noch zwei solche Blöcke machen. Ach, eigentlich könnte ich alle hier. So. So. Ich bin ja noch nicht fertig und da sehe ich von Weitem noch einen Klotz in der Ecke. Da muss ich ja direkt nochmal nachbessern. Das geht ja mal gar nicht. Aber absolut gar nicht. So. Komm her hier, Junge. Hast hier nichts verloren. So. Dann machen wir hier noch die Ausbesserungsarbeiten. So. Jetzt ist der Raum perfekt. Perfekt. Und jetzt muss er dann noch gefüllt werden. So richtig schön aufgefüllert. So wie er sich gehört. So. Haben wir hier natürlich. Haben wir die hier hin. Ah, ich muss schon wieder gähnen. Also der Tag ist ja bei mir auch schon wieder lang. Obwohl ich Spätschicht habe. Momentan stehe ich um 9 Uhr in der Früh auf. Muss aber erst um 1 Uhr anfangen. Dass ich auch mit Rendern und Pipapo allem fertig werde. Es dauert auch seine Zeit. Vor allem auch hochladen. Da muss ich halt um 9 aufstehen, dass das bis um 12 Uhr fertig ist. Oder halb 1 Uhr. Dass ich auch den PC ausschalten kann. Ist auch vom Vorteil, wenn man ausschaltet. So ist viel besser. So. Vor allem dann kann er sich auch mal ein bisschen regenerieren. Vor allem wenn ich eh schon über Nacht meine ganzen Let's Play Folgen rendern lasse. Dann muss ich ihn zumindest mal untertags ausschalten. So. So, und jetzt wollte ich Kies holen. So. Aber erstmal verräume ich hier ein bisschen was. So, das hier zum Beispiel. Oder die hier. Das Glas natürlich auch. So. Die Wolle kommt hier rein. So. Und jetzt wollte ich nach Kies googeln. Kies. 64er Stacks dürften normal reichen. Dann machen wir uns den Weg noch schön flauschig. Könnten unsere Tiere vielleicht nochmal füttern. Ja, das werde ich auch machen. Es macht mir immer so einen Heidenspaß, die Tiere zu füttern. Ich bin halt tierlieb. Ja, ja. Ich bin halt auch gut zu Vögeln. Aber der Witz ist ja eh schon so alt. Den kennt eh schon jeder. Deswegen lasse ich den lieber hinter verborgenen lass ich den im Verborgenen. Alter, verpiss dich. Verpiss dich. Ich habe gesagt, verpiss dich. Verfluchte Axt.